Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Produkttester. Es geht weiter in unserer Klemmbausteine-Welt. Mit was wohl? Mit Boba Fett. Los geht's. Boba Fett, wer kennt ihn nicht? Den Kopfgeldjäger aus dem Star Wars Universe. Hier von Lego. Ja, ich zeige euch mal die Verpackung ganz kurz. Es ist wieder so eine typische Verpacken, ja, wie man sie bei diesen Lego-Systemen kennt, beziehungsweise bei dieser Lego-Serie, Entschuldigung, bei der Lego-Serie mit diesen Köpfen. Also Boba Fett, Kopfgeldjäger mit der 75277 und wir haben ja 625 Teile. Ja, die Verpackung ist so, wie man sie kennt, schön schwarz, neutral gehalten. Auf der hinteren Seite sind wieder Bilder vom Modell und vom, ja, vom Darsteller aus dem Film, aus der Serie. Und ja, soweit gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Es steht auch wieder 18 Plus unten dran. Ich habe es schon mal erwähnt, 18 Plus hat nichts damit zu sagen, dass das sonst keiner kaufen darf, sondern einfach bloß, das ist einfach so ein Marketing-Thema, ja. Warum das 18 Plus heißt, keine Ahnung. Jo, gut. Schauen wir uns mal die Anleitung an, bevor wir dann zum eigentlichen Modell hier kommen. Anleitung ist wieder wie von Lego erwartet, ja, sehr ausführlich. Kann man sehr gut danach arbeiten, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Innen drin arbeitet man wieder mit verschiedenen Farben. Ich vermute mal, das ist einfach deswegen, dass man es einfacher hat zum Bauen. Muss ich sagen, ist auch so. Also ich hab mich da gut zurechtgefunden. Vom Bauen her war das in Ordnung. Mit verschiedenen Farben tut man sich halt leichter bei so viel Stein. Wobei das sind ja jetzt nicht so viele Steine, aber kommt man einfach leichter damit klar. Bei den Farben finde ich es vom Aufbauen her in Ordnung. Was nicht sein darf, ist, dass die Farben nach außen durchscheinen. Jetzt bei dem Helm ist es so, da ist es nicht so gravierend, weil er eh ziemlich bunt ist. Ihr seht ja hier an der Seite auch das Gelb hier. Finde ich aber schön gelungen, auf jeden Fall die verschiedenen Farben. Schaut toll aus. Auch hier oben dieser Visor, ich sage immer Visor, wahrscheinlich heißt er wieder ganz anderes. Ich sage immer so Visor, mit dem halt alles vergrößert, anvisiert und so weiter. Und vorne ist die Plakette wieder drauf. Also hier vorne die Plakette wieder Star Wars. Ja, Boba Fett ist also auch ein Print. Also nichts Geklebtes hier. Das finde ich toll. Ja, auf jeden Fall. Was ich auch richtig cool finde, und du musst dich echt lachen, ist hier oben das Silberne. Das ist so, er hat ja so diese Dulle in seinem Helm. Das hat man hier so ein bisschen angedeutet. Das finde ich cool. Jetzt habe ich das ja wieder auch schön aufgebaut für euch. Und habe euch da wieder ein Zeitraffer-Video erstellt. Und das schauen wir uns jetzt in Ruhe an. Dafür wünsche ich euch viel Spaß. Übrigens, es sind wieder diese Zeitmarken hier eingestellt. Wenn ihr dieses Zeitraffer-Video überspringen wollt, dann macht es gerne. Alle anderen wünsche ich jetzt auf jeden Fall viel Spaß dabei. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Aufbauvideo für den Boba Fett Star Wars Helm. Ja, der ist ja wieder aus dieser 18 Plus Serie, seht ihr hier unten, mit der Lego Nummer 75277 und wir haben hier 625 Teile. Auch diesen Helm habe ich mir wie so oft Gebrauch geholt. Man sieht hier auch wieder auf der Verpackung das Modell des Helmes und hier unten wieder entsprechende Bilder. Einmal nochmal die Abmaße des Helms, die gucken wir uns aber im Video nochmal im Produktvideo genauer an und rechts und links jeweils die Figur aus den Filmen. Und hier nochmal die Frontansicht des Helms auf der seitlichen Verpackung. Kommt wieder aus der Helm Collection. Ja, wir machen mal auf. Dann haben wir hier Teile, Teile und nochmal Teile. So, okay. Helm legen wir mal zur Seite. Verpackung. So, dann haben wir hier die guten Sachen. Also wir haben hier einmal sehr viele Teile in verschiedenen Farben, Ersatzteile und so weiter. Hier ist das ganze Grün, ja, übliche Boba Fett Grün. Und hier haben wir dann die Anleitung. Ja, leider ein bisschen ramponiert, aber naja. Und wir schauen uns mal an, was wir denn hier an Bauschritten haben. Hier ist wieder das ganze, ja. Die Startseite hier mit dem Charakter und normalerweise kommt hier immer vom Designer so ein bisschen was. Kreativ Director, ein paar so ein Intro. Und wir haben hier fünf Bauschritte bei diesem Helm. Also scheint etwas aufwendiger zu sein, aber ja, ich denke, das hält sich in Grenzen.
Und wir starten jetzt unser Video wieder wie gewohnt im Zeitraffer. Ja, ich melde mich dann nach Baustadt 1 wieder bei euch. So, Dele, wir haben es geschafft. Also Bauabschnitt 1 ist soweit durch. Ich zeige es euch hier nochmal in der Anleitung. Hier ist jetzt hier der Kopf in Bauabschnitt 1. Und hier ist er jetzt nachgebaut mit den, ja, in dem Realbaustand momentan. Und was mir aufgefallen ist, hier oben das Graue, das wird wohl diese Delle wahrscheinlich werden, weil das, ja, kann man so ein bisschen so immer so diese Bauvorschritte kann man so ein bisschen ableiten, was wohin kommt, so langsam. Und wir starten jetzt hier mit Bauabschnitt Nummer 2. Spiegelt wieder ein bisschen, aber ihr seht es hier, glaube ich, so ganz gut. Bauabschnitt 2, kommt also der Fuß dazu. Ja, und dann machen wir das wieder im Zeitraffer und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn Bauabschnitt 2 soweit fertig ist. Gut, wir haben nun Baustand oder beziehungsweise Bauabschnitt 2 fertig. Ihr seht es hier wieder im Realbild, also im jetzigen Baustand mit den Klemmbausteinen, Klemmbausteinchen. Und hier ist das Modell auf der Zeichnung. Ihr seht jetzt hier auch schon Bauabschnitt 3. Wird also wieder am Helm weiter gebaut werden. Kommt die Richtung seitlich, also das die Ohrpartie kommt jetzt dazu. Ja, ich freue mich drauf und wir machen das auch wieder wie gehabt im Zeitraffer und wünsche euch dabei viel Spaß. Thank you.
So, wir haben Bauschnitt 4 auch soweit, beziehungsweise 3 abgeschlossen und kommen jetzt zu Bauschritt 4. Seht hier wieder das Resultat in der Bauweise. Haben jetzt also die linke Seite gebaut und angefangen quasi mit der Stirnseite und die hintere Partie auch so ziemlich fertiggestellt. Ihr seht es dann im Heft, ja, wie es jetzt gerade aussieht, der aktuelle Stand. Und hier seht ihr jetzt Baustand 4 der Seite hier. Und ja, da werden wir jetzt wieder durchstarten, in der üblichen Art und Weise, nämlich im Zeitraffer. Bis gleich. Willkommen zurück zum nächsten Bauabschnitt Finale. Also, wir haben den Bauabschnitt 4 nun fertiggestellt. Seht es hier jetzt, das Ergebnis. Und ihr seht es jetzt hier auf dem Plan auch. Das ist also jetzt der Bauschritt, den wir jetzt vollendet haben. Und wir machen uns jetzt auf zum finalen Ende. Das finale Ende. Ins Finale, sagen wir mal so, mit Bauschritt 5. Den seht ihr hier schon abgebildet. Heißt also, wir finalisieren den Kopf. Und das machen wir natürlich wieder im Zeitraffer. Bis gleich. So, ihr Lieben, wir haben es geschafft. Boba Fett oder Boba Fett von Star Wars ist soweit fertig montiert. Ich muss sagen, es war wieder eine ganz andere, etwas andere Art Bauweise hier gerade an der Seite mit diesem gelb-grünen Bereich hier. Ist wieder ein bisschen anders gebaut. Hier vorne ist ein bisschen anders. Und ja, es war auf jeden Fall schön detailliert beschrieben. Ich zeige euch das mal ein bisschen von der Nähe auch noch. Ich habe mal hier den Autofokus, ich hoffe, er packt es. Ja, sieht ganz gut aus. Sind hier vorne auch wieder die Namensplate, also Star Wars Boba Fett. Ja. Und hier von der Nähe nochmal hier sein Sucher, Visier, wie auch immer, wo hier dann noch angebracht ist. Das kann man übrigens hier oben auch aufklappen. Also nicht schlecht. So ein Klappmechanismus noch eingebaut. Hier hinten sieht man auch die typischen, ja, sage ich mal, Belüftungs Schlitze, Mechanismen. Und wir schauen uns hier nochmal an im Heftchen. Hier war noch der letzte Bauschritt mit Montage des Visors. Und hier ist es nun der fertige Helm. Am Ende wieder die ganze Ersatzteilliste. Wenn man also mal was nachbestellen muss, ist hier sauber aufgelistet mit Farbe und Nummer. Aber das kennt man ja aus den Lego-Handbüchern sowieso. Und ja, soweit das Montagevideo. Und wir sehen uns jetzt gleich wieder zurück im Produktvideo. Danke fürs Zuschauen, bis gleich. Ciao. So, ihr habt gesehen, ich habe ihn aufgebaut. Es ging eigentlich problemlos. Ja, hat wunderbar geklappt. Ist auch ein wunderschönes Modell. Also mir gefällt er richtig gut. Hat man auch sehr gut gelöst mit diesen Klemmbausteinen hier von Lego. Der Helm ist aus dem Jahr 2020 und ja, kostet so um die 60 Euro. Ja. Wie schon ein paar Mal erwähnt, ich habe den mir Gebrauch geholt und die Steine sind deswegen trotzdem so gut. Warum soll ich den nicht auch Gebrauch kaufen?
zeige ihn euch hier nochmal, ja, so ein bisschen näher. Schöner Helm auf jeden Fall. Ich blende auch ab und zu auch mal so ein Video ein, ja, von Nahaufnahme, wie er sich so dreht, auf so einem Drehteller. Habe ich auch mal gemacht, um euch das ein bisschen zu zeigen. Da seht ihr das immer ein bisschen von der Nähe, ist hier mit dem Fokus immer ein bisschen schwierig. Dann könnt ihr euch da ein bisschen drauf konzentrieren, wenn ihr das wollt. Jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, wo ich mir sage, ich verstehe es einfach nicht. Also ich verstehe nicht, warum man jetzt bei einem schwarzen Fuß, ja, warum mache ich jetzt hier so eine gelbe Platte hier unten hin? Also gibt es die Platte nicht in schwarz? Weil, ganz ehrlich, also ich stelle die bei mir, ich habe es schon mal beim Mandalorian Helm auch erwähnt, ich stelle die bei mir in eine Vitrine und die Vitrine hat Glasböden. Und wenn ich jetzt von unten, also schräg unten auf den Glasboden gucke und sehe den schwarzen Sockel und unten immer diese gelbe Platte, also das finde ich total schade. Klar kann man sie jetzt austauschen mit einer schwarzen Platte, ja, aber sorry, ich kaufe das Lego-Set ja ein, dass ich da nicht mehr dazu kaufen oder austauschen muss. Ja, also ist jetzt bloß meine Meinung, vielleicht sagt ihr ja auch, nö, für mich passt es soweit, ist alles okay. Okay, das ist natürlich jedem seine Entscheidung. Jetzt will ich aber das Ganze noch ausmessen, natürlich für euch, damit ihr ein bisschen gucken könnt, ob das bei euch reinpassen könnte. Wir machen mal die Höhe. Übrigens, den Visor kann man klappen. Ja? Also den kann man ein- und ausklappen. Also coole Sache. Ja? Wir gucken uns auch mal die Größe an. Also die Höhe mit Visor ausgefahren sind 22 cm. Und wenn der Visor eingeklappt ist, ist die Höhe von dem Helm, ja, ich sage jetzt mal so circa 18 cm rum, um den Dreh. Dann haben wir die Tiefe, oder die, ja, wie man es auch bezeichnen möchte, sind circa 12 cm. Und dann haben wir hier eine Breite oder jetzt die Tiefe, je nachdem wie ihr es wollt, ihr seht ja, wie ich es messe, ja, haben wir hier von, ja, 11 cm, wenn ich jetzt den Visor ausklappe, dann haben wir hier ca. 15 cm. Ja, also das ist nur für euch zur Vollständigkeit, dass ihr das wisst. Ich habe glaube schon erwähnt, dass es hier keine Kleber gibt, also alles Print, wobei, beziehungsweise, ja, Print ist ja bloß die Platte vorne, alles andere ist aus Legosteinen gelöst, Kleber habe ich jetzt hier keine. Nochmal ganz kurz, was ich wirklich schön finde, ist, dass diese seitliche Bauweise hier mit den verschiedenen Farben ist auch vom Bauen her gut erklärt. Es ist immer viel Abwechslung halt, dass man verschiedene, ja, Farben kombinieren muss. Aber dann bringe ich einfach dieses tolle Muster her. Gefällt mir sehr gut. Was ich auch gut finde, ist wirklich, dass die Farben, ja, dass da nicht gespart wurde, sondern dass wirklich hier an der Seite auch das Braun verbaut ist und verschiedene Grüntöne. Gefällt mir wirklich gut. Das Modell ist wirklich toll. Ja, ihr Lieben, das war's von diesem Modell. Ich hoffe, ich konnte es euch ein bisschen zeigen. Ja, habe schon mal erwähnt, ich bin kein Fachexperte, was Klemmbausteine angeht, sondern mache das einfach aus Verbrauchersicht. Und ja, ich finde es einfach cool, das euch zu zeigen. Und gerade ich, wo vielleicht wie der ein oder andere von euch auch schon länger nichts mehr so professionell gebaut hat, da kann ich euch immer sagen, ja, ich bin damit gut klargekommen oder nicht. Dann erfahrt es auch mal von jemandem, der jetzt nicht unbedingt ein Experte ist, wo das Ding vielleicht schnell zusammenzimmert, sondern wo sich einfach, ja, wo einfach ganz normal Lego bauen möchte. Bei mir hat es ungefähr gedauert, ich weiß gar nicht mehr, 2 Stunden. Circa 2 Stunden habe ich es aufgebaut gehabt. Ja, obwohl ich aber auch mitgefilmt habe, von dem her passt das schon ganz gut. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, macht es gut. Euer Thorsten.